Herzlich willkommen zu meiner allerersten World of Tanks Folge. Ihr hört richtig, ich habe es einfach mal Lust bekommen, World of Tanks auszuprobieren, nicht immer nur War Thunder, weil War Thunder ja hat derzeit so seine Probleme irgendwie. Und ich habe auch nicht mehr so große Motivation und deshalb will ich jetzt einfach mal World of Tanks ausprobieren. Ich spiele es einfach mal mit einem Tetrach. Ich habe jetzt mal ein paar so Aufgaben abgeschlossen irgendwie, also so ein Übungsgefecht gegen Bots. Aber mein allererstes Gefecht mache ich mal mit euch und dann drücke ich einfach mal auf Gefecht. Weil ich habe jetzt so die Aufgabe, mach 5 Gefechte mit dem Tetrach. Das ist jetzt ein Premium-Fahrzeug in World of Tanks. Und darum probiere ich das auch jetzt einfach mal aus. Ich bin ja mal gespannt, wie mir World of Tanks so liegt. Wenn man es halt so anschaut vom Grafischen her, ist es halt War Thunder echt unterlegen. Aber vielleicht macht es ja Spaß, wenn man es einfach nur ab und zu spielt. Mal schauen, ob ich denn da zurechtkomme. Da drüben stehen dann die Gegner wahrscheinlich. Diese Flagge verteidigt, die da drüben einnehmen. Die Karte ist relativ klein. Düsen, ah yeah. Dann düsen wir mal diesen Berg da runter. Zack. Halleluja. Das ist ungewohnt, dass die ganzen Gegner da einfach. Abpralle. Dass die ganzen Gegner da irgendwie angezeigt werden. Durch die Gebäude durch und so. Was war das denn jetzt? Ich wurde einfach mal gewonshottet, gar nicht gewusst, dass es in World of Tanks funktioniert. Ah, wahrscheinlich war das irgend so eine Artillerie oder sowas, oder? Okay. Jetzt weiß ich auch, wieso einfach jeder mal verrückt rumfährt wie ein Irrer. Weil die Artillerie einfach rumschießt. Das bin ich dann natürlich nicht gewohnt von. Eieiei. Von War Thunder. Zurück zur Garage, okay. Ein schnelles Gefecht gewesen. Ja. Dann im Gefecht. Okay, also genau. Dann kann ich den jetzt nicht spielen. Ach Gott, der muss mich ja ein bisschen auskennen. Bei den Deutschen habe ich vorhin da diesen Panzerjäger da. Zack, Panzerjäger 1. Dann erforschen. Kann ich denn da schon über irgendwas machen? Der neue Kanone irgendwie einbauen? Okay, nee, da habe ich noch nichts freigeschaltet. Dann gehe ich mit dem Panzerjäger 1 einfach mal ins Gefecht. Ach, wie, nicht genug Munition. Wartung. Wie gesagt, ich kenne mich hier noch nicht aus. 160 Schuss. Ja. Nehme ich einfach mal mit. Es ist halt irgendwie doch wieder ganz anders wie War Thunder. Das ist eigentlich noch arkadiger als der Arcade-Modus in War Thunder. Da muss man sich wirklich erstmal dran gewöhnen. Also wenn man von War Thunder zu World of Tanks geht, ist doch irgendwie ungewohnt. Aber gleich im ersten Gefecht, was dazugelernt, nicht stehen bleiben. Weil man wird wahrscheinlich irgendwie auf der Karte markiert. Und dann schießt eine Artillerie und dann bist du gleich weg. Weg vom Fenster. Andere Karte, Winter Himmelsdorf. Naja, vielleicht liegt uns ja der Panzerjäger 1 besser. Den kennen wir jetzt wieder von War Thunder. Aber in War Thunder habe ich ihn noch nicht gespielt. Oh, da werden die Besatzungen gar nicht angezeigt. Schade. Gut, und die Karten kenne ich natürlich auch nicht, aber das sieht man jetzt schon, die sind extrem klein.
fährt man 5 Meter und dann ist man schon wieder fast im Einnahmepunkt. Aber es gibt kein Spawn-Camping, weil man kann nicht immer spawnen. Ich fahr den einfach mal hinterher jetzt. Die werden schon wissen, wo sie hinfahren. Aber vielleicht fahre ich auch mal da außen hin. So mit dem Fokus, das ist irgendwie auch ein bisschen ungewohnt. Dann warten wir mal zusammen, mein Freund. Boah, das ist ungewohnt. Mit Turm wäre vielleicht doch irgendwie besser gewesen. Sie irritiert mich noch, die ganzen Anzeigen. Da meine ich immer, da steht der gleich. Nein, kann ich nicht. Was? Wir sind erledigt. Da oben auf dem, auf der Festung. Ach, du Heilige. Also wenn man halt die Karten überhaupt nicht kennt und so, ne, das ist ja der Wahnsinn. Einfach gleich nochmal in den Tetrach und wieder ins Gefecht. Ja, wie ihr seht, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das ist echt eine krasse Umstellung. Also funktioniert, das ist viel hektischer wie ein War Thunder. Oh. Also ich wollte es einfach mal ausprobieren, aber... Man schafft halt einfach mal so 3 Runden innerhalb von 5 Minuten. Also wenn man es halt nicht drauf hat, aber... Halleluja. Ich glaube, das sollte man vielleicht erstmal irgendwelche Tutorials oder so anschauen. Ich habe keine Ahnung, wo man eigentlich so hinfährt und wo welche Spots sind. Ich bin ein leichter Panzer, also fahre jetzt einfach mal auf die Flanke. Durchs Wasser kann man durchs Wasser fahren oder geht man unter? Ah, das ist nicht tief genug. Die Karten sind so klein, das ist ganz ungewohnt. Wenn ich mich jetzt theoretisch hier hinstelle, dann dürfte mich ja theoretisch der Gegner nicht sehen. Und wenn sie hier so vorbeifahren, könnte ich hier eigentlich puff puff machen. Oder kommt denn hier überhaupt die Gegner? Welchen Abschnitt? Ich kann die Karten echt schlecht einschätzen. Die ganzen Gegner sind irgendwie links, wie man das auf der Karte sieht. Wieso schießen sich die Verbündeten tot? Das ist also genauso schlimm wie in War Thunder. Fast schon schlimmer. Scheint wohl die Artillerie zu sein.
schwierig zu holen. Oh, okay. Zielen, das ist noch leicht ungewohnt. Aber guck mal, dieses hier. Boah. Also das mit den Zielen, da kommt man nicht so richtig zurecht eigentlich. Da muss ich noch ein bisschen üben. Vielleicht auch die Mausempfindlichkeit ein bisschen runterstellen. Und ich habe es eigentlich gar nicht auf die Uhr geschaut, aber ich mache es einfach nochmal eine Runde. Einfach ein bisschen durchprobieren. Ihr kennt es ja vielleicht auch nicht, World of Tanks, sondern... Hey, den kenne ich von Battlefield 1. Spielen wir den mal. Den Franzosenpanzer. Oder was ist das für eine... Eieiei, also was ist das für ein Panzer? Das sieht ja hässlich aus. Wahrscheinlich vom Ersten Weltkrieg, die ganzen. Ja, sieht ziemlich nach Erster Weltkrieg aus, die ganzen Panzer. Ach du Heilige, sind die Scheiße. Mann, sind die hässlich. Oder soll ich wieder mit dem Panzerjäger 1? Wieso hat eigentlich der Panzerjäger 1 schlechtere Durchschlagskraft als dieser Traktor da? Ich sage einfach mal Reservepanzer. Naja, wie dem auch sei, ich spiele es einfach nochmal mit diesem Franzosen da. Also ich werde es einfach mal ein paar Runden machen wahrscheinlich, aber wie es ausschaut, ist jetzt World of Tanks eher nichts für mich. Muss mal gucken. Warte, ich wollte eigentlich beenden. Naja, wurscht. Hätte ich jetzt mal mit einem Tetrach fahren können. Aber dann kann ich da ein bisschen rumprobieren. Immerhin. Man muss auch die bessere Munition gleich davor einkaufen. Und wie ich ja gehört habe, da gibt es irgendwelche Goldmunition, die man nur mit Premium Gold kaufen kann, wo besonders viel Schaden macht. Ich weiß nicht, ob schon irgendjemand auf mich geschossen hat mit diesem Goldmunitionszeug. Und mit dem Hut und so, da komme ich auch nicht so zurecht. Muss ich erstmal reinkommen. Also wahrscheinlich. Abwarten, bis man Tier 2 oder 3 ist und dann kommt man vielleicht langsam in die Stille rein. Mann, Mann, das ist echt langsam. Und das ist noch für World of Tanks Verhältnisse. Ich mag gar nicht wissen, wie lange am Arsch ich denn War Thunder wäre. Ich fahre einfach nochmal da zu diesem Spot dahin, wo ich ja vorhin schon mal war. Vielleicht kann ich da irgendwas machen. Zielkreuz komme ich leider noch nicht so richtig zurecht. Aber ich habe genug Müll. 233 Schuss noch. Weil ich habe eigentlich jetzt mit World of Tanks einmal angefangen, weil mich jetzt eigentlich War Thunder ziemlich genervt hat in letzter Zeit. Habe ich mir gedacht, probier's mal was Neues aus.
Aber warte, oben da auf dieser scheiß Festung, wo kommt man da eigentlich hoch? Haben der Gegner. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Motorkraft des Fahrzeugs ausgeschaltet, uns nicht mehr bewegen. Motor repariert, weiter geht's. Motor repariert? Okay. Ja, brüllen hier also alles einfach automatisch. Wie halt, ne? Vorwärts! Aber hey, ich habe zwei Abschüsse gemacht. Schaut euch das an, zwei Abschüsse. Hey, das ist einer meiner ersten Runden hier. Ich glaube, da darf man echt stolz sein. Oh, zwei HP habe ich noch. Das war wohl sehr knapp. Da ganz seitlich das so, okay. Da kommt da 13 AP und weg ist. Okay, warte, wie ging das Reparieren gleich wieder irgendwie? Da konnte man da unten irgendwas auswählen auf 4 oder sowas. Naja. Scheint wohl jetzt nicht immer zu funktionieren. Weil da kann man irgendwie einstellen, was man denn als erstes reparieren will, glaube ich. Und wir haben gewonnen, oder? Ich habe geholfen. Oh, der Hammer. Ich glaube, langsam komme ich, glaube ich, rein. Der Renault, der war doch jetzt ganz gut. Ja, das ist doch ganz supi hier. Ausführlicher Bericht. Ja, ich glaube, das darf man, glaube ich, ganz zufrieden sein bei Wartung. Ne, was da bei Erforschen. Da kann ich jetzt theoretisch irgendwie so eine andere Kanone draufhauen. Ja. Scheint eher so ein MG zu sein, aber probieren wir es einfach mal aus. Was gibt's denn da? Was könnten wir denn da bei den Franzosen so als nächstes erforschen? Das mit hoher Feuerkraft, das ist aber ein... Achso, das ist jetzt eine Artillerie. Ja, doch, ich glaube, ich möchte jetzt mal die Artillerie ausprobieren. Ihres zweiten Fahrzeugs, dankeschön. Ja, dann kaufe ich das einfach mal. Das mit den Crews und sowas, mit denen komme ich glaube ich auch nicht so zurecht. Wo ist es denn? Forschung hier. Da habe ich jetzt doch hier diesen hier. Da. Nicht vergleichen. Wie tue ich den denn jetzt hernehmen? Garage anzeigen. Ist das jetzt das Ding, was ich haben wollte? Ach.
Renault FT570 BS. Ist es das da? Okay, ich bin noch leicht verwirrt, weil so viele Fahrzeuge da unten vermischt. Da finde ich es echt bei, bei War Thunder ein bisschen übersichtlicher. Gefecht. Gut, dann probiere ich jetzt nochmal eine Artillerie aus. Ich bin ja mal gespannt, wie Artillerie sich so spielen lässt. Aber es ist eher, glaube ich, eine Selbstfallerfette, wird es dann eher genannt. Nicht Artillerie. Gut, dann probiere ich jetzt zum Schluss jetzt noch die Artillerie aus. Mal schauen, wie das so funktioniert. Und dann war das, glaube ich, erstmal genug für einen Einblick. Falls es euch gefällt, World of Tanks, und ihr mehr sehen wollt, dann sagt es einfach Bescheid. Schreibt es in die Kommentare, Daumen nach oben, damit ich halt irgendwie ein Feedback bekomme. Weil, falls ihr mehr sehen wollt, dann werde ich auch mal ein bisschen regelmäßiger World of Tanks spielen. Ich kann jetzt euch nicht versprechen, dass ich da wirklich regelmäßig World of Tanks Videos rausbringen kann, weil ich ja doch eher jetzt bei War Thunder bleiben möchte. Aber wie gesagt, zurzeit macht War Thunder immer so... Da sind einfach so Sachen drin, wo mich wirklich nerven. Und darum wollte ich mich mal ein bisschen neu orientieren. Aber wie gesagt, falls euch das gefällt, World of Tanks, dann kann ich da natürlich... was machen. Ach so funktioniert das. Okay, wenn es rot ist, dann kann er wahrscheinlich nicht schießen. Ich bleib hier einfach mal die Reichweite, die ist. Na, ich kann... Über die komplette Karte kann ich schießen. Den hole ich mir, Feuer! Zerstört! Übel. Zerstört. Zerstört. Lol. Artillerie ist ja voll OP, Mann. Fokus. Feuer. Kritischer Treffer. Okay, Artillerie ist irgendwie lustig, die ist ja viel zu stark. Feuer. Oh, ich hätte bis warten sollen. Nehmen wir uns den hier vor. Feuer! Schaden verursacht. Okay, das war jetzt irgendwie einfach. Okay, ich muss sagen, Artillerie gefällt mir jetzt schon. Also am Anfang... Bei den anfänglichen Panzern kann man da zumindest one-shotten, das ist ja schon ziemlich stark eigentlich. Sensenmann! In Folge! Oh, ich bin Sensenmann. Cool, cool, neuer Rekord! Überlegenheitsringe. Verliehen für den meisterhaften Umgang mit einem gepanzerten Fahrzeug. Ein Spieler muss in einem Gefecht mehr Erfahrung erhalten als die durchschnittliche höchste Erfahrung, die von 80% der Spieler erreicht wurde, die den gleichen Fahrzeugtypen über die letzten 7 Tage gefahren haben. Und ich bin jetzt 2. Klasse, 80%. Ja, das ist doch coole Sache. Gefällt mir.
Kann ich das jetzt wegdrücken? Dann kann ich hier auf Wartung gehen. Nein, nicht auf Wartung gehen. Auf Forschung gehen. Weg da. Was ist denn das hier? Funkreichweite. Motor. Was ist das? Beweglichkeit. Ja, gut, dann mache ich mal das hier. Zack. Kaufen. Zack. Wo steht denn da, wie viele Forschungspunkte ich da mit ihm habe? Steht es hier irgendwo? Ja, drücke mal da drauf. Habe ich. Okay. Zack. Kaufen. Dann drücke ich noch da drauf. Habe ich das? Inklusiv. Ja, gut. Und kaufen. Wie viele Forschungskosten? Ich habe 478. Wo stehen die denn? Umwandeln. Ne, das sind die freien Forschungspunkte. Kann mir aber mal bitte... Ach, da oben stehen 66. Okay. Gut, also Fazit. Ich glaube jetzt einfach mal, wenn man es ab und zu mal spielt, kann es echt Spaß machen. Und ich glaube, das wird auch dabei belassen, dass ich es einfach ab und zu mal spiele. Falls es aber euch wirklich sehr gut gefällt, dann würde ich mir sogar überlegen, das mal ein bisschen öfters zu machen. Also, so, ja, wöchentlich eigentlich. Wäre es, glaube ich, mal das höchste. Ein Video pro Woche ist, glaube ich, jetzt, wäre es, glaube ich, ganz in Ordnung. Aber weil ich ja zurzeit noch ziemlich viele andere Projekte am Laufen habe, zum Beispiel The Forest, wo ich dann 3 Videos pro Woche raushau, darum werde ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig und sage, ich werde in regelmäßigen Abständen nochmal World of Tanks Videos raushauen, wie es halt ankommt, weil wenn keiner von euch World of Tanks anschauen möchte, dann ist es natürlich auch nutzlos, wenn ich da World of Tanks Videos rausbringe. Wie dem auch sei, falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, damit ich ein bisschen Feedback erkennen kann, wie gut das ankommt. Und ansonsten sieht man sich bei der nächsten World of Tanks Folge oder eben War Thunder oder The Forest, Total War, was auch immer. Ciao!